Hallo ihr lieben Wagen, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich, euch mal wieder ein Monatsreading machen zu dürfen. Herzlich willkommen alle Abonnenten. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich möchte auch alle begrüßen, die neu sind bei Kings und Queens Tarot. Ja, ich mache ein allgemeines, intuitives Reading mit den energetischen Tendenzen für den Monat März. Ja, es geht schon wild los bei euch. Ich bin auch mal gespannt. Schon wieder sehr viel transformative Energie, wie ich in den anderen Readings sehen konnte. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch ist. Aber ja, das ganze Jahr 2020, also da können wir, ich glaube, das ist das Einzige, was konstant bleibt, dass alles in Veränderung ist. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Alle, die neu sind bei Kings and Queens Tarot, euch wollte ich noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und zwar, ja, bei den allgemeinen Readings kann es natürlich sein, dass du das Gefühl hast, dass die Karten nicht deine Lebenssituation anzeigen, dass du dich nicht damit identifizieren kannst. Schau dir doch dann gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und dann findest du dort eventuell eben die Botschaften für dich. Und ich versuche das auch immer möglichst allgemein zu halten, damit sich die Videos nicht so ganz lange in die, ja, in die Länge ziehen eben. Sprich, du musst hier vielleicht auch das ein oder andere, was ich sage, auf deine eigene Lebenssituation eben übersetzen, weil ich nicht alle Punkte immer anspreche. Ich versuche möglichst dann einzugehen auf Liebesthemen oder berufliche Themen oder das, was ich irgendwo spüre, das, was ganz stark in den Vordergrund rückt. Ja, Königinnen und Könige haben wir bisher noch keine auf dem Tisch, aber wenn die auftauchen, sind die Geschlechter unabhängig. Die können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Und ich lese sie auch nicht immer als andere Menschen, ja, sondern die Könige zeigen auch oft unsere äußere Handlungsebene an und die Königinnen wiederum verweisen eher auf das Innere, auf die emotionale Ebene. Okay, ich ziehe noch eine Karte für euch und dann haben wir eure Karten hier auf dem Tisch. Und dann geht es auch schon los. Eure Karten wollen heute nicht so richtig raus. Schauen wir aber trotzdem mal. Okay, was hier so zu liegen gekommen ist. Ja, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das Thema Transformation auf eine gewisse Art hier bei euch auch auftaucht in der Legung. Und ich beginne mal hier mit der ersten Karte. Das ist die Mäßigkeit. Und die erste Karte lese ich immer so ein bisschen als Grundstimmung für den Monat. Ja? Mäßigkeit ist die Schützekarte. Hier ist Feuerenergie durchaus dahinter, aber der Wasseraspekt ist trotzdem nicht zu übersehen in dieser Karte. Die hat durchaus eben auch viel zu tun mit Emotionen, auch verschiedene Dinge in die Einheit zu bringen, ja, in diesem März, ja, das kann verschiedenes sein. Es kann gesundheitliche Themen betreffen, es kann Beziehungsthemen betreffen, es kann sich auch in Arbeitsbereiche hinein auswirken. Grundsätzlich hat diese Karte aber oft auch zu tun mit Zielsetzungen, mit dem eigenen Lebensweg, mit auch einem gewissen Schutz, den einen begleitet, oder ja, den man hat auf seinem Lebensweg, ja. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht in der ganzen Legung. Ausgleich ist aber mit Sicherheit ein Thema, ja, das ist ja auch ein Element, das in der Waage sowieso auftaucht, ja, die Balance eben zu halten. Ja, ich lege hier allerdings auch erstmal noch eine Klärungskarte drauf. Vielleicht gibt die noch ein bisschen eher einen Hinweis, in welche Richtung es sich genau entwickelt. Ich bitte um eine Karte. Ja, zwei nehmen wir auch.
Ja, wir haben den Bube der Schwerter und den Hierophant. Also oft, wenn ein Bube auftaucht in Kombination mit dem Hierophant, geht es durchaus um eine Lernaufgabe auf einer gewissen Art, einer seelischen Lernaufgabe, die bewältigt werden sollte, die jetzt ansteht oder mit der ihr in irgendeiner Form beschäftigt seid. Und eine Lernaufgabe verpackt sich ganz gerne in Situationen im Außen, ja, die allerdings dazu geeignet sind, uns diesen gewissen Anstupser zu geben, um uns seelisch weiterzuentwickeln. Ja. Der Bube der Schwerter hat nochmal ein bisschen Fokus auf Kommunikation. Wird auch die Spionkarte genannt. Ja, hier geht es auch darum, sich Wissen anzueignen. Das kann natürlich auf Dinge anspielen, ja, also Informationen von außen über Themen, die uns interessieren. Ja, wenn hier berufliche Veränderungen anstehen, könnte es eben sein, dass ihr euch mit einem bestimmten Berufsfeld beschäftigt, das euch interessiert, einer bestimmten Arbeitsstelle, die euch vielleicht interessiert. Auch über Menschen wollt ihr vielleicht mehr rausfinden, auf die ihr neugierig seid, ja. Und es geht aber vor allem hier darum, über sich selbst eigentlich mehr zu erfahren. Der Hierophant ist eine Stierkarte außerdem noch, sprich, hier könnte es durchaus sein, dass der andere, ein oder andere von euch auch mit einem Stier zu tun hat. Und das Thema Beziehung ist hier durchaus auch drin in dem Hierophant. Hier geht es um stabile, langfristige Beziehung für gewöhnlich im romantischen Feld. Und darüber hinaus hat es auch zu tun mit Ausbildungsformen, mit Glaubensgemeinschaften. Hier können Glaubensfragen auch dahinter stehen in verschiedenster Art und Weise. Das können natürlich auch Lebensphilosophien und so weiter sein. Okay? Ja, das war jetzt schon einiges zum Anfang. Und die nächste Karte, die wir ja haben, ist die 3 der Schwerter. Eine der hochinteressanten Karten für mich im Tarot, in der kleinen Arkana. Dann, es ist die Karte des Herzschmerzes, ja, auf der einen Seite, aber es ist trotzdem eine Schwerterkarte, also eine Karte der Kommunikation und eben auch besonders der Gedanken. Und oft leiden wir, weil sich die falschen Gedanken zu machen, hört sich jetzt auch nicht so ganz richtig an. Und trotzdem bringt es das irgendwo auf den Punkt, ja. Wir verletzen unser Herz durch unsere Gedanken selbst, oft selbst, ja. Sprich mit dem, wie wir mit uns selber umgehen, was wir über uns selbst vielleicht auch denken. Da kann viel Selbstverurteilung dahinter stehen, oft, ja. Es kann natürlich auch sein, dass man von außen, von Worten von anderen verletzt wird. Aber ja, oft sind es auch, wie gesagt, eben unsere eigenen Gedanken und diese innere Kopfstimme, ja, mit der man sich mit Vorwürfen da niedermacht und eben ja wirklich diesen Herzschmerz dann auch spürt. Okay, ja. Ich setze da auch deswegen so ein bisschen den Fokus drauf, weil eben diese 7 der Kelche noch daneben liegt, die Karte der Illusion. Und da gehe ich dann aber gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Also hier liegt was, eine enttäuschende Erfahrung zunächst erstmal, ja. Oft allerdings enttäuschend, wenn man nur die eine Perspektive auf eine Situation oder auf eine Person hat. Ja, ich lasse das mal dabei. Wie gesagt, ich möchte die Videos auch eigentlich immer ein bisschen kürzer halten und am Ende sind sie dann doch so lange. Okay. Ja, wir haben jetzt noch eine Jungfraukarte, die 8 der Münzen und die Löwekarte, die Kraft. Ja, das ist ein Thema. Hier ist ein Thema dahinter, das nochmal so richtig am Aufkochen ist für euch im März, ja. Das aber kein neues Thema ist. Das ist was, womit ihr schon länger beschäftigt seid, ja, wo ihr vielleicht auch immer wieder drauf stoßt, ja. So ein bisschen der Wiederholungscharakter ist durchaus enthalten in dieser 8 der Münzen. Und das kann wirklich was sein, was eben auch schon entweder eine ganze Weile hinzieht, vielleicht sogar über Jahre hinzieht. Oder es kann auch sein, dass sich das in die Zukunft noch eine ganze Weile hinzieht.
Es kann zu tun haben mit Erfolgsthemen im finanziellen Bereich, eben auch im beruflichen Bereich, ja. Vielleicht, dass man das Gefühl hat, dass man sich immer extrem anstrengt, aber trotzdem nicht so richtig dahin kommt, wo man gerne hin würde, ja. Und hier, wie gesagt, drei der Schwerter, könnte es eben auch sein, dass man sich selber extrem dafür verurteilt, was natürlich weiterhin dann auch eine blockierende Energie ist und keine Energie, die das jetzt auflösen würde, die hier so ein bisschen eben dann auch die Balance reinbringen würde. Nichtsdestotrotz haben wir eine Trumpfkarte eben auch dabei und das ist eben diese Kraftkarte. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit der seelischen Lernaufgabe, die vielleicht hier dahinter steht, ja, das taucht hier noch so mal so ein bisschen auf. Denn diese Kraftkarte hat eben auch damit zu tun, sich mit seinen eigenen Ängsten und Zweifeln auseinanderzusetzen. Und zwar in einer liebevollen Art mit sich selber. Ja, das seht ihr ja auch hier auf der Karte. Die Seele kämpft nicht gegen die Ängste, sondern sie nimmt sie erstmal wahr und nimmt sie an. Und dadurch verlieren sie eben auch schon viel von ihrem Schrecken. Und das könnte durchaus unterstützend sein, wenn ihr hier versucht, ein bisschen anders an gewisse Themen vielleicht ranzugehen. Weniger mit dieser Kopflastigkeit und vielleicht auch Selbstvorwürfen etc. Sondern euch mit euch selbst auch auf eine Art und Weise ein bisschen liebevoller umzugehen. Ja? Wie gesagt, ja, Karte der Illusion haben wir hier als nächstes nebendran, 7 der Kelche. Und ja, und ich glaube, der Illusionscharakter steht auch hier im Vordergrund. Das ist eben auch eine Karte, die verschiedene Bedeutungen haben kann, aber das ist auf jeden Fall eine präsente Energie im Moment, dass ihr wirklich im Nebel steht und ihr könnt nicht so richtig sehen, wo es hingeht. Es ist alles so ein bisschen ungreifbar, ein bisschen unkonkret vielleicht im Moment für euch, ja. Weil vielleicht auch eben dieser transformierende Prozess hier am Laufen ist für den einen oder anderen. Und es könnte auch sein, noch ein zusätzlicher Aspekt, den diese Karte hat, ja, dass man manchmal den falschen Zielen hinterher läuft. Sprich, das möchte ich ein bisschen ausführen, im Arbeitsbereich könnte das zum Beispiel sein, dass einem Ruhm und Anerkennung von außen vielleicht wichtiger ist als die wirkliche Befriedigung in der Arbeit selber. Ja, solche Themen könnten das sein. Wie gesagt, da müsst ihr immer so ein bisschen auch auf eure eigene Lebenssituation das übersetzen, was das für euch dann vielleicht bedeuten kann hier. Ritter der Münzen, das ist nicht unbedingt eine Karte, die in totaler Harmonie steht mit den Wagen. Ja, das ist eine Erdenergie, eine langsame Energie, langsame Entwicklung. Das kann sich manchmal schon fast ein bisschen stagnierend anfühlen. Und ich glaube, das ist auch, ja, das hat was sehr Zähes im Moment hier bei euch, ja, mit der 8 der Münzen und diesem Ritter der Münzen. Irgendwie habt ihr das Gefühl, ihr kämpft hier gegen die Windmühlen und ihr strampelt euch ab und irgendwie geht es aber nicht weiter. Und dann haben wir hier noch diesen Block da drin sitzen, den Herrscher, der oft Autoritäts Formen in irgendeiner Art und Weise symbolisiert. Das können Vorgesetzte sein. Das kann, das ist auch der Archetyp des Vaters, ja. Es kann auch in einer Partnerschaft jemand sein, der absolut unflexibel ist, ja. Sehr darauf besteht, auf seiner Art die Dinge zu sehen und zu handeln und zu agieren. Und ihr seid hier vielleicht im Moment eher so im bisschen luftigen, träumerischen Zustand, ja. Und hier ist auf jeden Fall eine sehr blockierende Energie insgesamt in dieser Kartenkombination. Hier können außerdem auch staatliche Institutionen dahinter stehen, irgendwelche Ämter, alles, was mit Ordnung und Struktur, mit Gesetz zu tun hat, für gewöhnlich. Ja.
Ja. Und ihr seid hier in einer ganz anderen Energie, ja? Hier, also hier ist, das fühlt sich wie so eine so Erde, so felsig, fest irgendwie an. Und ihr seid hier in dieser so ein bisschen Hans-Guck-in-die-Luft-Energie. Das ist das Bild, das ich dazu bekomme, ja. Und irgendwie clashen diese beiden Energien, ja. Hier gibt es Auseinandersetzungen irgendeiner Form. Also vielleicht seid ihr im Moment hier so ein bisschen nicht bodenständig genug, ja, und seid so ein bisschen mit den Wolken, mit dem Kopf in den Wolken, ja. Und es könnte sein, dass hier so ein Realitätscheck kommt von außen, so ja, so eine sehr konträre Energie hier, irgendwas, was blockiert. Ja. Und hier wollt ihr euch aber befreien davon. Da kommt ja der Ritter der Schwerter reingerauscht. Ja, das ist dann schon sehr, sehr viel mehr die vage Energie als eben dieser Ritter der Münzen hier aus Schnelligkeit. Hier ist Ideenreichtum. Manchmal allerdings eben auch ein bisschen zu sehr der Tunnelblick. Ja, ein bisschen zu hastig, ein bisschen zu schnell nach vorne gestürmt. Manchmal auch ein bisschen zu sehr. Ja, die spitze Zunge, ja, in der Kommunikation, auch die kann bei dem Ritter der Schwerter angezeigt sein, sprich Auseinandersetzung, vielleicht nicht im großen Streit, aber ihr kann es schon auch manchmal heftig werden in der Auseinandersetzung bei dem Ritter der Schwerter, weil ihr wahrscheinlich auch so nicht wirklich die Geduld habt für diese blockierende, zähe Energie, die hier um euch herum angezeigt ist. Ja, also hier ist was, ja, was es euch so ein bisschen schwierig macht. Ja, also da fühlt ihr euch durchaus herausgefordert von dieser Energie, mit der ihr hier zu tun habt. Und nochmal, ich möchte aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, hier ist trotzdem eben auch was dabei, gerade weil das so eine Herausforderung für euch ist, ja, dass ihr euch ja auch weiterentwickeln könnt auf einer seelischen Art und Weise. Und das liegt natürlich auch hier in dem Ast der Münzen noch angezeigt. Aber schauen wir mal, ja, hier ist die Karte der Konkurrenz, fünf der Stäbe. Und ja, nochmal haben wir das Ass hier. Okay, interessant, ja. Okay, in dem Fall würde ich auch mal sagen, ja, es kann durchaus sein, Auseinandersetzung, aber eher im spielerischen, in einer spielerischen Art, ja. Mehr so Kräftemessen ist das hier. Das kann zwar auch mal laut werden, aber wie gesagt, das ist keine mega heftige Auseinandersetzung. Hier kann es sein, dass ihr entweder mit mehreren Menschen zu tun habt, die ihr im Moment, die in irgendeiner Form Aufmerksamkeit von euch wollen oder mit denen ihr vielleicht in verschiedenen Projekten involviert seid oder irgendwie zu tun habt, ja. Hier ist viel diese Brainstorming-Energie drin, diese kreative Energie, Ideen sammeln. Und es wird interessanterweise auch ein bisschen konkreter. Also das hier ist noch so sehr wirklich mit dem Kopf in den Wolken hängen. Und das auf einer gewissen Art ist das ähnlich, ja, diese fünf der Stäbe, aber trotzdem ist hier mehr Konkretes dahinter. Ja, hier ist schon eigentlich das Ziel mehr oder weniger klar, aber der Weg, wie man dahin kommt, der ist eben noch nicht klar. Ja, und hier geht es durchaus darum, rauszukitzeln, vielleicht eben auch durchaus mit anderen, was der richtige Weg ist, wie man da am besten hinkommt. Und hier liegt eben auch ganz, ganz klar eine Chance angezeigt, in dieser Auseinandersetzung, in diesem sich ein bisschen reiben vielleicht, auch ein bisschen Kräfte messen. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das hier eine Dramasituation wirklich anzeigt, ja, sondern es geht mehr ums Richtung finden auch auf eine Art. Ja, ich denke mal, vor allem für berufliche Themen gilt das hier.
Es kann natürlich auch ein Liebesthema sein, dass ihr mit mehreren Menschen zu tun habt und noch nicht so richtig wisst, wo für wen ihr euer Herz tatsächlich schlägt, und ihr seid aber dabei, das rauszufinden. Und ihr wisst, da ist auch jemand dabei, mit dem ihr euch wirklich vorstellen könnt, hier langfristig vielleicht auch euch ein bisschen näher drauf einzulassen. Okay, die hohe Priesterin, die Geheimnishüterin. Ja, die sagt hier so ein bisschen, es sind noch gar nicht alle Karten auf dem Tisch sozusagen. Hier liegen noch ein paar Dinge im Dunkeln auch, ja. Die werden aber sich vermutlich zeigen im Laufe des Monats. Das kann zu tun haben hier mit diesen Ideen, mit diesen Chancen. Ja, wenn ihr eher in einer Auseinandersetzung seid mit jemandem, könnte es eben auch sein, dass ihr nicht alle Informationen habt über diesen Menschen oder wieso ihr auch vielleicht in einer bestimmten Situation, vielleicht ein bisschen ja, Streit, Auseinandersetzungssituation mit jemandem seid, weil hier Dinge nicht bekannt sind für euch. Ja? Sprich, der andere mag sehr wohl sehr gute Gründe haben, wieso, weshalb, warum er sich auf eine gewisse Art und Weise verhält. Und ihr könnt das aber im Moment nicht durchschauen. Das ist so, glaube ich, die Hauptbotschaft hier im Moment von der Hohepriesterin. Und es könnte aber auch gut sein, dass hier einiges an die Oberfläche kommt, was zuvor verborgen war, ja. Aber ich denke, das kommt erst im Laufe des Monats hier hoch. Ganz interessant. Okay, hier haben wir die Königin der Stäbe und Bube der Stäbe. Hier ist, hier ist gerade extrem viel Feuerenergie. Der Herrscher hier ist auch Feuer. Das ist die Widderkarte. Und hier haben wir einen Löwe. Und hier die Karte der Konkurrenz. Also für einige geht es hier auch ganz, ganz klar um, naja, im romantischen Sinne mit verschiedenen Partnern möglicherweise involviert zu sein oder zumindest mal an verschiedenen Menschen Interesse zu haben. Ja? Und das ist eben auch noch entweder euch selber nicht ganz klar, wo es wirklich hingehen soll, wer hier der tatsächliche Favorit, die tatsächliche Favoritin ist. Und es könnte aber auch sein, dass ihr in einer festen Partnerschaft seid, selber. Und hier ja vielleicht noch so eine zweite Option habt, die ihr extrem anziehend findet, extrem attraktiv findet, sehr charmant findet und die aber ein Geheimnis ist von eurer Seite oder umgekehrt vor euch hat jemand das Geheimnis, dass hier noch jemand anderes ist, mit dem hier gerade ja noch was am Laufen ist. Ja, so kann ich es. Ich kann es nicht anders formulieren. Und es könnte aber sein, dass wie immer die Situation hier für dich ist, ja, ja, hier kommen Dinge an die Oberfläche. Hier kommen Wahrheiten an die Oberfläche. Was ja erstmal ja, herausfordernd, ich mag gar nicht sagen, schwierig, herausfordernd sein kann. Neun der Stäbe ist auf jeden Fall eine Karte, die herausfordernd sein kann, ja, weil man sich für gewöhnlich mit nicht so schönen Themen auseinandersetzt, aber dafür auf eine sehr aufmerksame Art. Ja, man steckt hier den Kopf nicht mehr in den Sand, sondern man schaut sich eine Situation eben auch wirklich so an, wie sie ist, egal wie das Szenario jetzt für den Einzelnen ist, ja, ob du dich hier in einer Dreiecksbeziehung befindest, in einer aktiven Position oder ob dein Partner, deine Partnerin eben noch mit jemand anderem involviert ist. Hier kommt einiges nach oben und es könnte eben auch sein, dass so eine gewisse Ungewissheit, ja, das könnte hier mit dieser Illusionskarte zu tun haben, sich selber erstmal, das sind eben
genau diese gegenüberstehenden Energien, ja, das hier ist so ein bisschen Lala-Land, ich sehe nichts, ich krieg nichts mit und ich will auch eigentlich nichts sehen und das ist eben genau das Gegenteil davon, das ist sozusagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, was hier wirklich Sache ist, was hier wirklich abläuft, ja. Ja, und das kann aber eben, das hat auch einen sehr, sehr heilsamen Aspekt, ja. Dieses Hinschauen und nicht mehr so im Luftschloss irgendwie zu hängen. Ja, okay, jetzt haben wir die Stäbefamilie hier fast komplett vereint. Ja, also hier spricht einiges dafür im romantischen Sinne und ich möchte auch nicht sagen, dass das bei jedem so ist, aber bei einigen ist hier eine andere Person mit involviert. Und das kommt hier raus, ganz klar. Ja, das kommt hier raus. Und ja, entweder seid ihr danach erstmal mit Aufräumen beschäftigt. Oder ja, ihr schaut na, vielleicht nicht ganz so schön Wahrheit dann aber auch tatsächlich ins Gesicht. Und dieses Ast der Schwerter, das hilft euch hier zu Klarheit, ja, weil es könnte eben auch gut sein, dass ihr das eine ganze Weile schon gespürt habt, dass hier was nicht so ganz so läuft, wie ihr das, wie es euch vielleicht weiß gemacht werden sollte. Ja, irgendwie habt ihr gemerkt, hier ist was nicht so richtig. Und ja, das kommt jetzt auch raus, dass das euer Gefühl euch da nicht getrogen hat. Im beruflichen Zweig, ja, kann es ähnlich sein. Hier könnte es durchaus sein, dass ihr mit Geschäftspartnern zu tun habt, mit auch anderen Parteien generell oder auch, wie gesagt, mit Institutionen in irgendeiner Form, ja, wo hier Dinge an die Oberfläche kommen, die vielleicht erstmal nicht so schön sind. Hier sind auch manchmal so ein bisschen manipulative Energien auch durchaus mit drin. Ja, also die Stäbekarten, die Hofkarten der Stäbe haben viel zu tun mit Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ja, es könnte sein, dass euch hier jemand übervorteilt hat, auf einer gewissen Art und Weise nicht ganz mit offenen Karten gespielt hat. Irgendwas kommt hier an die Oberfläche und trotzdem ist es gut für euch am Ende, denn ihr wisst dann auch endlich, womit ihr das zu tun habt, ja. Und ich denke, hier ist die Situation ganz ähnlich. Irgendwie habt ihr gespürt, hier stimmt was nicht so richtig, ja. Und jetzt kommt aber diese Klarheit auch. Und ja, das, was sich hier so als Blockade angefühlt hat, das kann sich damit dann eben auch auflösen. Ja, das ist zwar wahrscheinlich nicht gerade die Optimalsituation, aber trotzdem hilft es eben schon mal, aus diesem Nebel rauszukommen und wirklich auch zu wissen, woran man ist. Und dann kann man eben auch eine Strategie entwickeln und darauf eher reagieren. Okay, dann haben wir eben ja nochmal das Ass der Münzen, was ich hier vorhin schon angekündigt habe. Und ja, also in irgendeiner Form liegt hier auch, wie gesagt, eine Chance drin. Durchaus für eine finanzielle Chance am Ende auch, wie gesagt, wenn ihr hier eher mit beruflichen Themen zu tun habt. Aber auch im Thema Liebe kann es sein, dass ich hier neue Türen dann einfach öffnen, ja, weil dadurch, dass hier eben das, was zuvor im Dunkeln lag, jetzt präsent ist, ja, das könnte eben es euch einfacher machen zu sagen, okay, ich treffe jetzt auch eine Entscheidung für mich, ja, ich lasse hier jetzt vielleicht auch was los, was ich mit viel Hoffnung eine ganze Weile am Laufen gehalten habe und ich realisiere jetzt einfach, also wir sind hier nicht auf einer Wellenlänge. Und ich kann jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und dadurch eben auch eine neue Tür aufmachen. Ich nehme sie einfach mal beide. Ja, okay. Ja, absolut.
Hier haben wir zwei große Karten der Transformation und des Endes und des Neubeginns. Ja? Also das ist hier erstmal vielleicht so, wow, auch diese Erkenntnis ist nicht ganz leicht zu verarbeiten. Hier kann Enttäuschung dahinter stehen, ja. Also hier ist auf jeden Fall auch auf einer gewissen Art ein Vertrauensbruch geschehen, ja. Und das ist natürlich keine so mega tolle Situation. Deswegen ist ja auch diese 10 der Schwerter angezeigt, ja. Trotzdem, ja, es kommt hier was zu Ende mit der Todkarte, Skorpionkarte hier. Aber in diesem Ende liegt eben auch die Chance von was Neuem. Ja, so ist das. Und dann haben wir die Karte 2 der Kelche hier. Ja, die hat nochmal ganz, ganz, ganz stark diesen Heilungsaspekt, den wir hier schon in der Mäßigkeit gesehen haben am Anfang. Ja, also hier ist, vergesst das bitte nicht, hier ist diese Lernaufgabe steht hier hinter. Ja, hinter. Wie auch immer das Ganze sich in deiner Realität tatsächlich ausformt, ja, aber das Dahinterliegende hat mit deiner seelischen Entwicklung zu tun und mit einer gewissen Art und Weise eben auch mit einer Heilung. Einer inneren Heilung oft, ja. Die Dinge wieder in die Balance zu bringen, für sich auch, ja. Und das Thema Partnerschaft ist ja aber natürlich das Grundthema in dieser Karte. Die neue Chance, die sich hier ergeben könnte, das, was wir mit den Assen hier gesehen haben, ja, hier könnte es sein, dass das den Weg frei macht für eine neue Partnerschaft. Und zwar eine faire und loyale Partnerschaft. Ja? Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und zwar auch in allen Bereichen, ja, also romantisch, freundschaftlich, beruflich auch durchaus. Ja? Jemand, der ja, sich partnerschaftlich zum Beispiel wirklich in ein Projekt engagiert und aber hier emotional auch mit an Bord ist und wirklich das gemeinsame und das gemeinsame Ziel sehr viel mehr im Fokus liegt, als jetzt die eigenen Ideen durchzusetzen, im Rampenlicht zu stehen und was da also ansonsten noch dahinter stehen kann. Fairness, ja, das ist ja so ein Aspekt dieser Karte durchaus eben auch. Ja, okay, die Hohe Priesterin nochmal. Ja, hier sind noch nicht alle Faktoren dieser Gleichung angezeigt. Ja, hier taucht noch das ein oder andere auf jeden Fall. Also Hohe Priesterin und Mondkarte in Kombination. Ja, hier sind Dinge in diesem ganzen, in dieser ganzen Szenerie, die noch nicht klar sind. Ja, und hier hilft es, glaube ich, ungemein, ein bisschen ins Leben jetzt zu vertrauen, auf in eure innere Führung auch zu vertrauen. Auch das ist eine Bedeutung der Mäßigkeit, weil hier eine ganz, ganz große Chance für euch dahinter steht. Und das könnt ihr im Moment noch nicht abschätzen, nicht wahrnehmen, nicht sehen. Hier kommt noch was von einer ganz unerwarteten Richtung und Stelle. Das wird ein richtiger Aha-Moment für einige. Deshalb stürzt euch nicht zu sehr in die Verzweiflung. Bleibt nicht zu sehr auch in Illusionen hängen. Und versucht auch Auseinandersetzungen nicht eskalieren zu lassen, weil hier ist ein größerer Sinn dahinter für euch, den ihr noch nicht im Moment sehen könnt. Hier kann es für einige zu tun haben mit einem neuen Partner, also im romantischen Feld, mit einer Seelenpartnerschaft. Ja, hier haben wir zwei Karten, die darauf hinweisen. Auch die Hohepriesterin ist hier mit dabei. Und ja, vor allem diese beiden Karten in Kombination zeigen, hier gibt es noch einiges
Überraschendes für euch, ja. Und ich denke mal auf jeden Fall auch positive Überraschungen in diesem ganzen scheinbar negativen, was ja am Anfang steht. Ja, hier kommt dieser Wandel und diese Transformation und das wird eine ziemliche Überraschung, glaube ich, für viele. Ja, die nächste Karte hier, dann zwei der Münzen, ja, ein starker Hinweis darauf, dass hier jemand zurückkommen könnte in euer Leben. Manchmal geht das über diese Lebensspanne hinaus, ja, und deswegen dieser Hinweis auf die Seelenpartnerschaft auch. Generell ist das hier auch eine Karte, die sagt, behalte die Nerven in diesem ganzen, in dieser ganzen aufgewühlten Energie, die hier angezeigt ist, ja. Das ist wirklich so ein bisschen Achterbahn der Gefühle, durch die ihr hier vielleicht fahrt im März. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Versucht eure innere Balance hier zu halten, ja. Wir haben hier zwei Karten auch, die so ein bisschen auf Stress hinzeigen, wobei die zwei der Münzen eigentlich einen eher positiven Stressmoment anzeigt. In der Form, dass hier von verschiedenen Richtungen Aufmerksamkeit von euch verlangt wird. Ja? Sprich, ihr seid vielleicht mit verschiedenen beruflichen Projekten am Start oder ihr müsst Beruf und Beziehung unter einen Hut bringen oder wie auch immer. Ja? Aber einfach verschiedene Dinge, die ihr am Jonglieren seid und was viel Zeit und Aufmerksamkeit von euch eben verlangt. Und hier geht es wirklich darum, in dieser Zentriertheit zu bleiben. Und hier ist auch der Hinweis darauf, ja, in diesem ganzen Chaos, das hier vorne angezeigt ist, seid ihr aber stark genug, ja, ihr könnt damit umgehen und ihr kommt hier auch durch, ja. Ja, drei der Kelten, die lasse ich jetzt auch mal einfach als einzelne Karte stehen. Nochmal ein Hinweis darauf, ja. Also bleibt positiv, lasst eure Grundpositivität, eure Grundzentriertheit euch nicht nehmen von diesem, ja, Strudel hier. Die Erntedankkarte, ein Hinweis darauf, hier kommt wieder eine leichtere Zeit auch, ja. Also auch wenn sich das intensiv vielleicht erstmal anfühlt im März und man so ein bisschen das Gefühl hat, man weiß gar nicht so richtig, wo einem der Kopf steht. Die Dinge werden sich klären, hier kommen Dinge noch an die Oberfläche und ihr habt danach einen echten Moment der Erleichterung und ihr könnt vielleicht auch ja fast darüber lachen, was hier so passiert ist und was alles los war. Und ja, das Ganze wird auf jeden Fall auch wieder leichter dann. Ja, und das sagt auch die letzte Karte hier, 10 der Stäbe. Wie gesagt, ja, der Stressfaktor kann hier ein bisschen heftiger werden. Hier kann man echt denken, wow, ey, ich schleppe mich hier ab an all diesen Lasten und all diesen Themen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, für einige laufen hier auch verschiedene Themen parallel im Moment. Ein bisschen crazy, ja, und es kann wirklich sich anstrengend anfühlen. Aber ein großer Aspekt dieser Karte ist eben auch, ja, dass das fast geschafft ist. Ihr seid fast am Ziel, ja, gebt nicht auf und ja, gebt nicht auf. Ja, das ist ein temporärer Zustand. Und ich denke, der wird sich auch gar nicht komplett durch den ganzen März ziehen. Ja? Ich habe das Gefühl, dass der zwar schon aus der Vergangenheit her sich eine ganze Weile schon herleitet, aber dass der jetzt im März eher ausklingt oder auch baldig zumindest ausklingt. Ich meine, die Entwicklungen sind auch für jeden immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist absehbar. Ja, 4 der Schwerter ist hier natürlich eine fantastische Karte drauf. Die Karte der inneren Ruhe und dann auch noch eure Karte zum Abschied hier, die Waagekarte Gerechtigkeit, ja. Also Selbstvertrauen. Und ihr seid großartige Visionäre, ja. Nutzt diese Visionskraft für euch, wenn ihr das Gefühl habt, so wow, mir ist das alles zu viel.
Ich weiß, das kann ein bisschen problematisch sein für euch im März. Versucht trotzdem wenigstens 5 Minuten kurz mal alles abzuschalten, Telefon aus, Tür zu, ja, und gönnt euch wenigstens 5 Minuten Ruhe und visualisiert euch den Zustand der Zentriertheit, da wo ihr hin möchtet, die neuen Ziele, die neue Ausrichtung. Einfach mal einatmen, ausatmen, durchatmen, neue Kraft schöpfen. Und selbst bei 5 Minuten hilft das. Ja? Das sind 5 sinnvoll für euch genutzte Minuten, die sind nicht verloren. Und dann, wenn ihr die Batterien wenigstens ein bisschen wieder aufgeladen habt, dann könnt ihr auch wieder geben. Ja? Und macht euch eben auch nicht verrückt. Ja, es kann wirklich ein herausfordernder Monat sein für euch, weil es einfach so sehr unterschiedliche Energien auch angezeigt sind. So ein bisschen Hü-Hott, links, rechts, nach vorne, Stopp, stehen bleiben, ja. Und das ist mit Sicherheit herausfordernd, hier eben genau diese Zentriertheit aufrecht zu erhalten. Aber ja, es liegt auch der Schlüssel darin eigentlich für euch, am leichtesten durch diese Energie durchzukommen. Und ganz spannend eben auch hier, dass eure Karte dann nochmal auftaucht am Ende, was wieder zurückverweist ja an diesen seelischen Wachstumsprozess auf der einen Seite, und dann ist es auch eine Karma-Karte. Also dieses Thema Seelenpartnerschaft taucht ja am Ende auch nochmal ganz, ganz stark auf für einige. Spannender März für euch. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wie gesagt, immer ans Einatmen und Ausatmen mal denken zwischendrin und Pause machen kurz und Batterien wieder auftanken und dann geht's weiter. Lasst euch überraschen, was hier noch an Positivem auch an die Oberfläche kommt. Hier kommt nicht nur Negatives, hier kommt auch was extrem Positives. Ja, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Namaste. Tschüss. Thank you.